Ach, das sind auf Channel 4 zu leveln für PK-Chips. Nein, die sind nutzlos. PK-Chips sind nutzlos. Hast die Tage nach 6 Monaten mal wieder Flife angeworfen. Und bereust es schon? Ich meine, und? Cool. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Welcome back, Arigan. Sollte bei meinem Level mindestens Elle plus 5 haben, 1v1 Blade. Es Blade nicht, das Blade reicht plus 1. Blade reicht plus 1. Wie oft gehe ich ins Gym? Tja, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Warte mal. 6 minus 3 ist 3, plus 7 ist 10, geteilt durch 2 ist 5, mal 4 ist 20, geteilt durch 3, 6,666. Gar nicht. Gar nicht. Was sagt meine Frau dazu? Die spricht nur, wenn sie gefragt wird. Ich meine, was? Hold up. Machen könntest, das ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät, Rapunzel. Aber nächstes Mal, wenn sowas passieren sollte, geh offline mit deinem Ranger. Also aktualisiere einfach die Browserseite von deinem Ranger. Dann ist der offline und hol mit deinem Ringmaster die Pfeile und also damit nicht die Ampli und der Upcutstone ins Leere läuft. Ranger offline gehen und Ringmaster hol die Pfeile. Dann Ranger wieder online, gibst dir schnell die Pfeile und dann hast du nur so 30 Sekunden verloren. Als wenn du es mit dem Ranger holen gehst. Oh, Ehrentitel durch Nest erhalten. Ey, wir haben 18.000 Oaken getötet gerade eben. Holy shit, ging das schnell. Waren es nicht gestern noch 9.000? Damn. Gestern waren es 9.000, heute die 18.000. Let's go, baby. Ich bin durch Nest. Chat, Twitch-Chat, ich bin feucht. Ich bin regelrecht durch Nest. Bruh. Ich sag dir auf jeden Fall, du solltest es definitiv tun, weil Elementor ist einfach geil. Ich finde, Elementor ist die einzige Klasse, die beim Leveln wirklich Spaß macht. Spaß machen kann. Sagen wir es mal so. Es macht jetzt nicht jede Sekunde Spaß. Ich meine, nach 3000 Stunden Elementor grinden. Ich meine, das ist wie wenn du 3000 Stunden, keine Ahnung. Was wäre jetzt ein guter Vergleich? Deine Hecke geschnitten hast. Und ich rede vom Garten, by the way. Das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du es zu oft gemacht hast. Oder nicht mal den gleichen Spaß wie beim ersten Mal. Aber glaub mir, dein erstes Mal, deine erste Stunde Hit-and-Run-Elementor, wo du keinen Fehler machst, 50% und 20 Mio verdienst, denkst du dir einfach nur, damn, das habe ich all die Jahre mit meinem Blade verpasst. Also, das ist also das, was die Leute meinten mit Blade ist langweilig. Oh, baby. Hold on. Wait a... Was? Nein! 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 Die Männer sind bereit! I'm dead, baby! Die Männer sind bereit! Sobald ich dann auf dem Ende spiele, Crit-Bonus. True. Genau so ist es. Du hast es erfasst. War ich tatsächlich bei dem letzten Event, ich glaube, ich habe kein einziges Mal Crit-Damage gesehen. Crit-Rate 2-3 Mal, insgesamt so 4 Stunden vielleicht. Aber Crit-Damage nicht ein einziges Mal. Nein, gut, okay, ich bin die meiste Zeit des Tages nicht online, also von dem her ist es jetzt nicht ultra verwunderlich, aber... Das war ja auch einer der Kritikpunkte, dass man nicht wusste, wann das nächste Mal der Boost wechselt, was ja auch ganz interessant wäre. Also es wäre einfach logisch, jeder Boost ist einfach eine Stunde aktiv oder so. Damit jemand, der so ein paar Stunden am Tag spielt, halt eine hohe Chance hat, dass zumindest ein Boost dabei ist, den er auf jeden Fall haben will. Und zusätzlich hat noch angezeigt wird, wann der nächste Boost, oder also, dass halt der Boost, der aktuell läuft, noch irgendwie 30 Minuten da ist oder so.
dass du halt weißt, okay, der Boost passt mir jetzt nicht, dann mach ich jetzt lieber eine halbe Stunde was anderes. Keine Ahnung, räum den Kühlschrank aus oder wasch meine Katze oder so. Und dann spielst du lieber eine halbe Stunde, wenn ein anderer Boost aktiv ist, der dann vielleicht eher taugt oder so. Aber nein, es ist einfach random. Es ist einfach 4 Stunden HP und Geschwindigkeit und eine halbe Stunde Crit Damage. So ungefähr. Komm schon, Baby. 9 Minuten 13. Verdammt gute Zeit, aber leider mal wieder absolut kein Drop. Ich sag Scam, Scam, Scam die C dazu. Muss man auf die Zeit achten. Also da steht dann 50:30 zum Beispiel. Und dann wären es ja eigentlich 9 Minuten 30. Und dann steht aber Glückwunsch, du hast 10 Minuten 30 gebraucht, weil der die 1 Minute Vorbereitung zur Gesamtzeit dazu rechnet. Bruh. Pretty stupid. Aber das ist halt Flife, ne? Da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Solche hochkomplexen mathematischen Gleichungen, die diese eine Minute wieder abziehen. Man darf auch nicht zu viel erwarten, Freunde. Großzügig. Wie großzügig von Ihnen, o mächtiger Sultan, dass Sie mich leben lassen. Gepriesen sollen Sie sein, o mächtiger Fürst. Dass Sie mich am Leben lassen, mich kleinen Wicht, danke Ihnen. Also schon ewig keinen mehr, der aktuelle ist ganz gut, aber früher gefühlt alle 2 Monate 9 bekommen, weil irgendwas nicht funktioniert hat und immer auf den Router geschoben wurde. Das Essen ist ja voll angebrannt. Tausch den Router aus! Blöde Drecksau. Hat einfach das Essen anbrennen lassen. Was tun gegen Migräne? Also ich würde mal den Router austauschen. Meistens liegt es am Router. Mein Freund kommt immer erst so spät nach Hause. Was kann ich tun? Ich würde mal den Router austauschen. Vielleicht stimmt was mit dem Router nicht. Man weiß es nicht. Es könnte immer am Router liegen. Erst wenn man ihn ausgetauscht hat, weiß man, dass es vielleicht nicht am Router lag. Int plus 4 Anus-Gowns gedroppt. Nice. Nahostkonflikt beendet. Deutscher Streamer tauscht Router aus. Coole Sache auf jeden Fall. Das ist auch übrigens etwas, was mir Flife Universe extrem triggert. Die, also es muss dann wirklich, also manche Sachen bei Flife PC, die waren echt gut, muss man sagen. Die fallen einem dann, manche positive Sachen fallen dann erst auf, wenn man es nicht mehr spielt. Also was mir einfach nicht in den Kopf will, ist, warum verlierst du auf Level 147, also Res unabhängig, die gleiche XP wie auf Level 20? Wo macht das Sinn? 3% oder 0,3% sind auf Level 147 halt was ganz anderes als auf fucking Level 20. Bei Flife PC war das wirklich so, ich weiß nicht, wo es anfängt, 5 oder 6% glaube ich. Und im High Level verlierst du halt literally 0,1 oder 0,2, wenn du stirbst. Also das haben die angeglichen an deine maximale XP, die du für ein Level Up brauchst und so. Dass es halt nicht so extrem reinschallert, wenn du mal kein Blessing hast oder so. Also dass auch wenn du mal stirbst aus Versehen oder wie gesagt kein Blessing hast etc., dass nicht gleich Weltuntergang ist und du 5% verlierst und 3 Stunden Leveln waren für die Katze oder so. Nee, die haben das tatsächlich so gemacht, dass das ja einfach fair ist. Und so ist es einfach nicht fair. Also ich meine, auf dem Level brauchst du halt dafür, für 3% auf 147 brauchst du halt legit mehr als 10 Minuten. Und auf Level 20 musst du ein Monster töten. Also solltest du auf Level 147 nicht so viel Prozent verlieren.
Ja, Spreiz, aber 0,3 auf 147 ist nicht 0,3 auf Level 60. Es ergibt keinen Sinn, dass du auf dem Low Level genauso viel XP verlierst wie im High Level. Egal ob Rest oder nicht. That's what I just said, bro. Ergibt trotzdem keinen Sinn. Dass das einfach für alle Level gleichgeschaltet ist, ist kompletter Bullshit und es war die schlechteste Änderung, die sie wahrscheinlich jemals implementiert haben. No joke. For real, no cap. Auch so, ich bin ja vorhin gestorben wegen Disconnect beim Leveln. Mal angenommen, meine Helm stirbt auch. Mein BP auch. Es ist 4 Uhr morgens, keiner da, der mich resten kann. Whatever. Dann, ja, was tue ich dann? Dann verliere ich einfach 3%, weil das Spiel nicht funktioniert hat, oder wie? Crazy. Dann, yes, baby, let's go! Keinen einzigen Drop, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh mein Gott, es fängt schon mal katastrophal an mit einem 1er-Drop. Oh boy. Das war eine 1. Dann. Zwei. Zweier Drop. Dann. Einser Drop. Oh, nicht noch ein 5er, Alter. Nicht noch ein 5er. Nicht noch ein 5er. Und. Oh mein Gott, ein Back-to-Back-5er-Drop.